Ha, hat funktioniert. Dann machen wir es so. Nein, machen wir den Hacker. Alistair B. Fleming. Ich wusste meinen Namen noch gar nicht. Ach, du bist Angel. Du hast einen tollen Namen. War Angel nicht auch der Fehlgriff in Cyberpunk? Stimmt, Sky and Angel, ja. Dann spielen wir mal die wahrscheinlich letzte Mission. Incoming Transmission. Thanks to your brilliant work in Argentina, we finally located Cypher. He is currently hiding in Singapore, where he plans to detonate a cyber bomb that would wipe the entire city's virtual data. This would lock millions of people out of their own lives and send the region into chaos. Tonight, your mission is critical. Prevent the bomb's detonation and apprehend Cypher once and for all. Good luck. Ah, dieser Cypher. Aber warum nur China? Oder Asien? Ja. Warum nicht die ganze Welt? You're in the Marina Bay Grand Hotel. Find the two rooms Cypher stayed in and retrieve the coordinates of the bomb from the network. Da oben sind Drohnen. Okay, Bombenkoordinaten, dein Partner. Oh Gott, ich sehe, wo du gerade langläufst, die Treppen. Pass bitte auf, da ist eine irgendwas Sicherheitsdrohne. Geh mal nach unten. Oder bleib mal kurz stehen, ich muss mich mal kurz umgucken hier. EMP-Lader habe ich irgendwie. Drohnenfrequenzen habe ich. Hab irgendwelche Ebenen. Geräte-Locator. Braucht zwei, wie IP-Adressen, nur ein bisschen kürzer. Muss ich aber irgendwo durchgehen. Ah, okay, ich sehe eine Bombenlokation. Oh Gott, ich muss hier irgendwie durchnavigieren. Warte mal, wo bist du gerade? Du bist da. Ach du Scheiße. Geh mal ganz nach oben. Das ist, glaube ich, erstmal am einfachsten. Immer nach oben, nach oben, nach oben. Da müsste gleich eine Tür sein, da kannst du reingehen. Pass auf, da ist eine Drohne, die kommt da gleich. Ja. Die war da schon, du kannst danke. Jetzt gehen. Ah, da ist eine Drohne. Jetzt kannst du gehen. Pass auf, da oben ist auch eine, links. Also ich bin jetzt rechts rein, ich ja, bin ja, nicht ja. gerade aus. Ich sehe dich, ich sehe dich. Pass auf, da ist eine Drohne vor dir. Jetzt müssen wir mal gucken, kannst du in die Räume links rein? Hier gibt es doch keinen. Achso, das sind für dich nur Wände. Irgendwie musst du an die neuen da oben vorbei. Ah nee, du musst außen rum, sehe ich gerade. Scheiße, wie kommst du da außen rum? Weil da ist ja eine Drohne. Rechts ist eine Tür, aber da ist auch eine Drohne draußen. Pass auf, hinter dir. Ja. Deswegen. Ist irgendein jetzt mal weg? Nein. Die wuseln da immer links nach rechts lang. Deswegen weiß gar nicht, wo du da lang gehen kannst. Oh, die kommt her. Nee, die bleiben alle da, wo sie sind. Ich sehe das ja. Hä? Wir müssen irgendeine Drohne ausschalten. Kann ich irgendeine Drohne ausschalten? Warte mal, ja, du hast doch EMP oder irgendwas hast du vorgelesen. Ach so, ich habe hier Nummern. Warte mal, Nummer 9 hat 380. Wenn ich hier 380 mache, übertragen. Explodiert die? Nee, ne? Oh, was hast du da gemacht? Was ist das für ein rundes Ding? Wieder aufnehmen? Ah, hä? Sie haben mich okay. du bist oben. Mal so ein Ding geben. Warte mal, 83. So, 380. Übertrage eine EMP-Ladung mit einer passenden Frequenz an deinen Partner. Das übertrage ich dir. Und das für die Nummer 9, die ist direkt vor dir da, die Drohne. Vielleicht einfach mal da in ihren Weg reinlegen, genau. Explodiert die? Ach, nice. Cool. Aha. Dann geh mal den Weg einfach lang nach oben. Dann das da raus. Das ist drin, oder? Und dann kannst du außen rum. Hier kann ich ein Schloss knacken? Nee, da musst du gar nicht rein. Wir müssen die 6 erstmal. Du hilfst mir erstmal. Okay, gut.
Für mich, ich sehe da in dem Raum gar nichts. Oh mein Gott. Bist du dir sicher? Was? Aber es ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Nein, das ist nicht schwer. Nein, ja, den nicht. Guck mal, ich kann. Du kannst doch das Blaue einfach rüberschieben. Mach mal den Blauen unter der grünen Karte. Weg. Ja. So, jetzt lass wieder los. Und den so. Hier. Nein. Du kannst die Karte einfach rüberschieben, oder nicht? Ach so, ja, stimmt. Wow. Ist so überhaupt nicht schwer. Was hast du da in dem Raum? Ein Raum. Cool. Nice. In dem ich mich verstecken kann, vielleicht? Ist er dafür da? Ich weiß es nicht. Kann hier rausgucken aus dem Fenster. Ich höre hier irgendwas auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich die Drohne. Ja, die Drohne. Die 6 müssten wir vielleicht auch nochmal ausschalten. 460 bereite schon mal vor. Aber sonst ist es gar nicht so hilfreich jetzt. Die kommt gerade in deine Richtung. Jetzt geht sie wieder weg. Nee, das ist zu weit weg. Ernsthaft? Ja, viel zu weit weg. Aber das stößt. Du musst bis zur nächsten Tür, glaube ich, schon fast gehen. Warte mal, die kommt gerade um die Ecke gleich. Schwierig. Warte, ich sag dir, wo sie. Was? Okay. You're in the Marina Bay Grand Hotel. Find the two. Okay, die eine Drohne ist aber schon tot. Wieder. Die ist schon tot. Okay. Wo mir die neuen noch angezeigt wird. So, warte mal, die kommt jetzt um die Ecke, die ist schon da. Die geht bis. Okay, die geht genau bis zur Tür. Jetzt kannst du gehen. Geh. Schnell, schnell. Das ist übel lang, der Weg, just saying, ne? Ja. Oh, geh schon rein, genau. Du kannst reingehen. Geh rein. Nein, hier kann ich nicht rein. Wir müssen Schloss knacken. Ach so, okay. Dann müssen wir die erst ausschalten. Warte mal, 460. Hier. Einfach dann direkt vor die Tür legen. Oder du machst das von der anderen Seite. Von wo du herkommst, da ist der Weg ja kürzer. Ja. Weil die geht ja auch genau dahin, wo du, wo das Treppenhaus ist. Naja, sie kommt zurück, sie kommt zurück. Ah, nice. So. Don't panic. Nein. Der blaue in der Mitte über meinem. Genau der, danke. Jetzt wieder zurück. Flupp. Easy. Da ist eine Bombenkoordinate drin. Hm? Müssen wir auch hacken? Oh, nee, kann die ich musst mir du mir, glaube ich, sagen. Koordinaten 8, 9. Warte, ist das 1 oder 2? SB2, SCB2. Also okay. 2, schätze ich. Sag mal. 8, 9. Oder kann ich das schon 2. Eingeben überhaupt? Wenn nicht, merke ich es mir. Warte, sag mal an. 8, 9. Ah, doch, kann ich. 8, 9. 2, 6. 2, 6. 6, 0. 6, 0. Okay, gut. So, dann kannst du da raus, denn da wo die Drohne war, rum, dann bist du wieder bei den Treppen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die andere ist. Wahrscheinlich ein Stück weit nach unten, oder? Die ist in der zweiten Etage, aber auf der anderen Seite, also geh mal links. Aber da ist eine Drohne, warte mal, bei der Ecke, 4 ist das. Hat 660. Kann mir nicht rein. Ich glaube, die kommt. Hier, nee, sie ist gerade weg. Aber warte, ich muss dir sagen, wohin die läuft. Sie kommt jetzt um die Ecke, sie kommt jetzt um die Ecke, sie kommt jetzt. Ja, ganz hinten, wie soll ich denn da hinkommen? Warte, sie läuft bis. Bestimmt. Ja, bis zur Tür ungefähr. Lauf. Du kannst gehen. Oder? Ach. Ja, du kannst gehen. Ja. Da geht's nicht rein, hier geht's rein. Aber soll ich die nicht grillen? Ja, musst du, glaube ich, auch. Aber pass auf. Ja, sehr gut. Aber irgendwo da müsste doch. Ah, nee, ist noch weiter weg. Ich sehe dich gerade nicht mehr. Also nicht mehr so wirklich. Ich glaube, du kommst jetzt auf der anderen Seite raus, ne? Ja.
Das ist eine andere Drohne. Und irgendwo da müsste aber die Bombe sein, glaube ich, in dem Raum, wo du schon bist. Ah, nee. Oder? Bin ich sicher. Wir vermuten hier links irgendwie. Ja, da ist eine Drohne. Pass auf, zurück. Ja, safe da links. Die Drohne ist ja auch noch Nummer 5. 120. Hier. Die brauchen wir ein bisschen manchmal. Und 3 ist hinter dir. Hab sie noch Wurst? Nein, hab sie nicht. Oh, eine neue. Wenn's passt nicht. Warte, geh zurück, geh zurück. Das war irgendwas hat mir hier gepiept. Nummer 5? 120 war doch richtig. Ja, aber die hat sich umgedreht, als ich das Ding geworfen habe. Ach so. Kannst du doch auch da hinlegen. Leg's hin. Die ist um die Ecke. Ja. Jetzt gehen wir da rein. Ja, da ist es. So, jetzt wieder so ein super schweres Rätsel. Nein. Ja. Ja, der oberste. Jetzt der unterste. So. Eins wäre 4, 7. Eins? Nee, 1, 4, 7? Nee. Nein, die Bombe 1 meine ich. Achso. 4, 7. Ja. 7, 0. 7, 0. 8, 6. 8, 6. Und jetzt sagen wir aus, was ich meine Kamera angemacht. Moment. So. Lokalisiert. Good job, Agents. We now know where the bomb has been planted. I'll send a squad to surround Cypher's hideout, while you move to Dragon Island and neutralize the bomb. Geil. Dragon Island. Das sieht cool aus. Help your partner access the cyber bomb. Ah, ich... Und sie schon wieder Drohnen. Ach, du Schande. Netzwerkknoten. Will ein Netzwerkknoten auf der Karte aus? Ja, kein Netzwerk. Aber du machst irgendwas mit Besucher? Ich sehe Besuchernamen auf jeden Fall. Ja, ich kann Netzwerk. Ah, ich sehe dich, da ist eine Drohne links. Also, ich weiß nicht, ob die das ist egal. Macht. Okay. Vor dir ist einer. Ich kann vielleicht mal scannen, während die hier drin ist. Hilft das irgendwas? Ich sehe ganz viele Namen. Besuchernamen. Ja, die sind alle in dem gescannten Bereich hier gerade. Ja. Das ist quasi wie so ein Hotspot, sage ich jetzt mal. Den kann ich scannen. Und dann sind alle in der Umgebung, werden dir dann wahrscheinlich angezeigt. Die werden alle automatisch gehackt. Oh, ich kann durch die Drohnen schalten. Genau, und wir müssen die Cyberbombe, also wo die platziert ist, halt finden. Und das müsste vielleicht mit auftauchen dann. Ja, ich sehe hier auch eine Bombe irgendwie. Da. Wi-Fi Relays sind das. Bist nicht mit diesem Knoten verbunden. Kannst du mal da hinter dir Eingang zur Dachterrasse? Kannst du dich damit verbinden? Nee, hinter dir ist ein Knoten. Genau da. Ja. 745 GHz. Um eine Verbindung mit diesem Knoten herzustellen, muss sich ein Transmitter mit derselben Frequenz in der Nähe befinden. Okay. Findest du einen Transmitter? Ah, okay, ein Transmitter ist eine Person. Ja. Glaube ich. Aber... Kann sein. Was heißt denn ich muss Nähe? Das machen. Ah, achso. Oh, jetzt muss ich schon wieder Passwort machen. Oh, ich hasse das. Achso, bei mir piept das schon wieder. 3 korrekte, 1 falsch. Jetzt? Das gleiche. 3 korrekt? Ja. Okay, das heißt, eine 1 muss noch dazu. 2 richtig, 2 an falscher Position. Ah. So. Aha. Rainy Sang liebt laute Musik, steht da. Ja, die hat ein Headset auf. Oh, Blanches Heinz unter polizeilicher Beobachtung. Also funktioniert die jetzt als Transmitter? Ich hab keine Ahnung. Ne, da steht 192 GHz und ich habe 745 hier stehen.
Jetzt muss ich alle hacken, bis wir... Kannst du mir irgendwelche Hinweise? Nee, ich sehe ja hier. Hier ist 725, die ist unten draußen, glaube ich. Geh mal runter, die Treppen runter, wo die Drohne gerade hinfliegt. Die kommt gerade nach unten. Hier gibt's kein unten. Oh, ist das oben? Ich weiß es nicht, ich sehe das doch nicht. Da die Person, die dir gerade entgegenkam. Die hat 725. Ah nee, das ist zu wenig, warte, hör auf. Oh Mann. Ich konnte zahlen, ey. Dann nimm die hier, die ist. Geh mal die Dachterrasse lang. Da läuft gerade jemand. Unter polizeilicher Beobachtung. Die da gerade läuft. Da läuft nur eine Person gerade. Geh mal nach links. Der? Nee, geh mal geradeaus. Und dann links von dir, da ist eine Person, die bewegt sich gerade. Die? Ja. Oh Mann. Die brauchen wir. Ich hoffe, die ist dann nicht zu weit weg. Zwei richtig, zwei falsch. Jo. Easy. Kann ich mich jetzt verbinden? Irgendwie kann ich mich nicht verbinden. Jetzt? Mm-mm. Vielleicht ist die noch zu weit weg, die Person? Oh, warte, sie kommt gerade ein bisschen näher. Ja, jetzt ist sie eigentlich perfekt in der Nähe von dieser Bombe. Nein, kann aber nicht auf Verbinden drücken. Sie ist sogar hier in den Netzwerkknoten drin, den ich jetzt schon gescannt habe. Kann nicht verbinden. Muss das genau 745 Hertz haben? Wahrscheinlich mal. Na gut. Hat sie 745? Nee, sie hat mehr, deswegen dachte ich, das wird auch passen. Nein. Hier, Brian. Brian ist... Wo ist denn Brian? Ach, der ist ganz im Norden. Lauf mal nach drinnen. Oder nach unten, oder wie auch immer. Lass mich einfach irgendwelche Leute hacken. Geh mal ganz nach unten. Oder oben. Ich weiß nicht. Ja, follow the drone da. Nach oben. Noch weiter im Norden. Ja, nee, nicht die anderen. Die Drohne halt nicht so wie du. Geh mal. Nein, stopp. Zurück. Stück. Stopp. Und jetzt links von dir. Da sind zwei. Aber über dir sind auch nochmal zwei, glaube ich. Über mir sind keine. Doch, weiter. Geh mal weiter nach links jetzt. Ja, noch ein Stück. Da? Ist dann. Zwei, die aneinander hocken? Ja, aber ich weiß nicht, welcher von den beiden das ist. Brian heißt der. Brian C. Ja. Ja, genau. Den brauchen wir. Zahlt freiwillig zu viel Steuern. Sag mal, nur so als Frage: Kannst du die Leute auch sehen, wie sie aussehen? Nee, ich sehe nur Punkte. Okay. Sonst wollte ich mir schon sagen, mach's nicht so schwer. Ja, nur, dass er zwei Punkte nebeneinander hocken. Zwei richtig, zwei falsch. Kann auch durch die Drohnen durchklicken, aber das hilft mir auch nicht, weil ich ja eh selbstständig fliege. Zwei richtig, zwei an falscher Position. Immer noch dasselbe. Immer noch. Immer noch. Yay. Yay, jetzt kann ich mich verbinden. Die Tür ist versperrt. Hä? Ich habe mich verbunden, die Tür ist gesperrt. Cool. Schön. Und was wollen wir dann nehmen? Lager habe ich Captain Huas Meeresfrüchte-Grill. Geil. Flagge von Singapur können wir auch nehmen. Glühwürmchen-Show. Ah. Oh. Gartenschuppen. Wi-Fi-Relay. Müssen wir vielleicht die Wi-Fi-Relays irgendwie hacken? Feuerspeiender Drache. Wollen wir das Wi-Fi-Ding mal probieren? Dann bräuchte ich... Da steht nicht genug. Geh mal nach... Ich weiß nicht, ob da draußen ist. Rechts von dir ist eine Treppe. Ja, die Brücke da. Und dann ist links von dir. Links. Das ist links. Nee, wo die Brücke wieder ist, ich weiß halt nicht, wie das da aussieht. Sieht aus wie Wasser links. Ja, genau in der Mitte von den zwei Brücken. Da ist ein Wi-Fi-Relay. Da musst du wieder irgendwas machen. Irgendwie so einen Punkt setzen oder so. Ja, genau. Ah, verbinden. Siehst du mal. War doch gut, dass wir den 745er entnommen haben.
Du bist mit dem verbunden. Cool. Ich weiß aber nicht, was das mir bringt. Ganz wahrscheinlich müssen wir uns immer weiter vorarbeiten, bis wir machen. Ganz im Norden ist noch ein Wi-Fi-Relay. Nee, andere Seite. Ja, ja, genau da. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Noch ein Stück. Oh, nee. Hier sind halt mehrere. Nee, der ist halt mitgescannt. Der. Genau der. Klar, ich scanne einfach alle. Ja. Die Show wird animiert, steht da gerade. Wird da, ist da irgendeine Show jetzt? Freier der Natur? Hier ist Show, Feuerwerk und. Ja, das habe ich gerade gemacht irgendwie anscheinend. So eine Fische, die hier so hologrammmäßig rumschwimmen. Oh, Türverriegelungssystem. Geh mal nach unten wieder. Also, nee. Es gibt für mich kein unten, es gibt nur geradeaus. Du musst dich in meine Person reinlenken. Ja, ich weiß ja nicht, wo du da bist. Geh mal. Siehst du meine Laufrichtung? Ja, nicht da lang. Nicht da lang. Also laufe ich zurück. Ja, nach unten hin. Also für dich nach rechts jetzt. Rechts ist ja, hier. Ja, genau da. So rum. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp. Und jetzt weiter nach rechts, glaube ich, oder links. Also nicht zur Wand hin. Da ist nochmal so ein Gartenschuppen. Heißt das. Hä? Nee, zurück, zurück, zurück. Also, noch zurück, Kinder? Zurück. Nein, nein. Ja, aber nein. Geh mal wieder vor. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, da. Da, ja, da. Ja. Genau das Ding meine ich. Tür ist versperrt. Schön. Die Show wird animiert. Wie hilft das mir nicht weiter? Du hilfst mir auch echt gar nicht weiter. Na, du, ja, mir auch nicht. Ich animiere hier nur Shows. Die Katze ist auf Folgen eingestellt. Oh, folgt dir jetzt eine Katze? Kommt da jetzt eine Katze? Da über die Brücke? Nee. Über die obere? Nee. Ich sehe keine Katze. Also sie sind so eine Animation von einer Katze und Essen. Ach so. Aber. Weil da steht, die Katze ist auf Folgen eingestellt. Ich weiß ja nicht, was das heißt. Oh, jetzt sehe ich dich so ein bisschen. Hab gerade eine Drohne gefunden, die dich gefilmt hat. Ja, ich verbinde mich einfach mal mit allem, was ich hier sehe, wenn es geht. Hier oben im Norden ist noch eine, mit der ich mich noch nicht verbinden kann. Genau, oben mach jetzt einfach alle Netzwerkknoten hier einmal. Ja. Ganz im Norden ist noch einer, der ist noch nicht frei. Ich habe keine Ahnung, wo Norden ist. Oben ist halt. Sonne, der mich orientieren kann. Ja, ich habe keinen Kompass. Dann geh jetzt geradeaus. Oder ja, geh ganz genau da einfach geradeaus, 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 geradeaus. Ja, bis ich Stopp sage. Ich sehe hier keinen. Stopp und jetzt mehr. Nach links. Da müsste wo die eine, wo Brian war, da noch ein Stück geradeaus. Ja, da. Hier ist aber nichts. Doch, da ist was. Feuerspeiender Drache. Jetzt haben wir ihn. Joa. Ich glaube, ich bin jetzt mit allem verbunden. Sieht so aus. Ah, hier ist noch eins. Die Tür ist versperrt. Ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Was kannst denn du noch machen? Die ganzen machen? Türen sind Privateigentum. Vielleicht finden wir hier einen Eigentümer, den wir hacken können. Ich guck mal durch die Besucherliste. Angesehener Bürger. Ja, irgendwie Veranstalter oder sowas wäre clever. Ja, ganz normale Person. Genial in Mathe. Hat das Buchstabierbienchen gewonnen. DPI für meine Maus mega hoch. Überträgt Covid. Oh Gott, halt dich von Sam fern. Das Einzige, was ich bisher sehe, ist normaler und angesehener Bürger. Ich habe keinen gefunden, der da irgendwie was Besonderes hatte. Was wolltest du gerade hacken? Ich habe irgendwie so eine Frau angeklickt und hoffen, dass da vielleicht irgendwas steht. Ach so. Aber man muss die erst hacken, damit da irgendwas erscheint. Vielleicht musst du noch mehr Leute hacken oder so, weil ich habe keinen gefunden, der. Ich kann hier doch nicht einfach random die ganze Zeit Leute hacken.
Sieht da irgendeine Person irgendwie aus wie Security oder so? Nee. Nee, sieht keiner nach Security aus. Er hat einen schwarzen Pullover an, aber der sieht auch eher aus wie ein Hipster. Wollen wir einen angesehenen Bürger probieren? Bist du in der Nähe von? Drohne hacken? Nee. Oh, das hat mir irgendwas gebracht, ja. Ja, eine Person mehr, wegen Aufsässigkeit gefeuert. Hack mal noch eine Drohne, hinter dir ist eine. Nee, ich glaube, das war dieselbe. Ich glaube, ich. Nee, das ist einfach nur ein Netzwerkknoten, die ich scanne. Oh, jetzt hast du wieder Personen gescannt. Warte, ich guck wieder durch. Normale Personen. Ah, ich kann die Person auch Ah. einzeln scannen. Hey, dann sehe ich wieder no Leute, kann die angucken. Ja, viel Spaß. Ja. Soll ich einfach weiter scannen oder willst du vorher immer filtern? Ey, guck gerade schon durch. Süchtig nach Verführungen, aha. Nice. Politischer Dissident. Hilft das uns? Ist das was Wichtiges, was wir brauchen? Nee, ne? Ja, was ein Dissident ist. Ich auch nicht. Lea, wo ist denn die? Ganz im Norden irgendwo. Willst du die vielleicht mal scannen? Weiß nicht. Kannst probieren. Die ist Warte, Norden war für dich hier ganz die nach oben, Richtung. ja. Ganz nach oben, 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 wo Brian war. Und dann nach links. Jetzt nach links. Die sind in einer Dreiergruppe da irgendwo. Lea, Chan heißt die. Jasmin, James, Lucy, Lea Shan. Na, probieren wir die mal. Guck mal durch die anderen weiter. Du musst mir Tipps geben. Ja, ich kann halt aufmachen. Einer richtig, drei falsch. Drei falsch, okay, das heißt drei Einsen. Zwei richtig, zwei an falscher Position. Steht unter Social Engineering Verdacht. Aha. 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 Das ist gerade das, was wir bei ihr anwenden. Also Ja. naja, nicht ganz, aber Ja. würden wir uns jetzt mit der anfreunden, irgendwie ein Gespräch Ja. führen und ihren Schlüssel abnehmen. Das wäre dann zu viel Engineering. Beliebter Also, was sagt er? Fußballkommentator. Ich sag gar nichts zu ihr. Sie ist jetzt Transmitter irgendwie. Warte, ich guck mal noch durch die anderen. Hat Das hat irgendwie olympisches gar nichts Gold gebracht. gewonnen. Vorzeigemitarbeiter. Aber bei dem Ort da? Ich glaube nicht. Ich scanne einfach weiter alle Leute. Ja, ich guck weiter durch. Hier ist ein guter Freund. Müssen wir einen bestimmten Namen finden oder so? Zeuge Jehovas. Ist sehr witzig. Sehr reich. Ich Angsthase. glaube, ich habe jetzt echt jeden hier gescannt. Kleptomane. Kannst du nicht irgendwie gucken, was die für Frequenzen haben oder so, dass man irgendwas wieder Na, hacken kann? 725. Ja, ich bin ja eigentlich schon mit allem hier verbunden. Obwohl jetzt irgendwie nicht mehr mittlerweile. Aber wenn ich die Türverriegelungssystem hacke, habe ich ja schon probiert. Mit den 745 Gigahertz stand ja, die Tür ist verriegelt, was uns ja nicht weiterhilft. Ja, dann musst du da halt auf die Tür aufmachen klicken. Ja, geht aber nicht. Ich meine, ich kann nochmal eine 745 suchen. Können wir das nochmal probieren, aber. Hier. Was ist dieser Brian, Brian? genau. Ganz nach oben wieder. Oder in den Norden. Genau. Du läufst schon richtig. Der steht immer noch da. Das. David und Brian. Jetzt ist Verbinden. der wieder Transmitter. Also ich bin verbunden und da steht, die Tür ist verriegelt. Versperrt. Dann Oh, mach sie auf. jetzt ist sie offen. Wow. Das war so unoffensichtlich, dass man da drauf drücken kann auf den Text. Die Tür ist versperrt. Ganz nach unten, genau. Nein. Halleluja. Was ist denn da Schönes drin? Das sieht schwieriger aus. Ja, der bringt nicht viel. Nee. Na, das Ding könntest du rechts runter.
Obwohl, bringt ja auch nichts. Wenn wir irgendeinen irgendwo einsperren, nein. Du musst nur die zwei Braunen hier hoch und runter schieben, während das andere hoch ja. mache. Aber du musst jetzt gleich anfangen, die Karte zu ziehen. Das wird jetzt schon wieder so ein krasses Timing-Ding. Ja, ich bin auch schon am Ziehen hier. Also oben. Eins, zwei, drei. Du musst anfangen. Los. Ja? Also nein, dazwischen. Ich muss den ja oben halten. Du kannst den dazwischen aber kurz parken. Warte, nee, der muss wieder ganz nach unten, sonst haben wir nicht genug Zeit. Den hier zuerst. Jetzt kannst du deinen da. Achso, nee, der unten muss, glaube ich, gar nicht. So. Jetzt den oben. 3, 2, 1. Ja. Oh, weiter. Warte, ihr kriegt das mit der Maus nicht hin. In der Mitte zumindest. Du kriegst das mit der Maus nicht hin? Nee, das ist mir zu schnell. Ja, du musst halt irgendwann noch anfangen. Ach nein, ich war. Aber mit dem Controller ist das nicht so. Nein, musst du gar nicht. Ja, stimmt. Kann ja irgendwie besser kontrollieren, tatsächlich. Ja, okay. Weiter. Die kannst du wieder gleichzeitig schieben. Zieh runter. Hä? Kann ich den einfach rein? Achso, die muss man wieder gleichzeitig. Nee. Achso. Hä? Achso, ja, du musst die 1 erstmal irgendwie wegbekommen. So. Na, ja, du hast es genau falsch gemacht. Jetzt kann ich den nicht blockieren. Nee, schieb da mal runter. Geht doch nicht! Nein, den anderen. Dein Chip. Runter. Aber ich kann ihn nicht so weit runterschieben. Guck. Doch. Da war irgendwann im Weg, aber... Ja, genau, meine muss deinen blockieren. Stopp, Mann, du hast schon wieder verkackt, glaube ich. Ich muss den hier unter mir blockieren. Siehst du? Das geht jetzt nicht mehr. So, warte. Ah, nein, so geht's auch wieder nicht. Bleib bitte mal auf der linken Seite. Warte. Ja. Jetzt kannst du es rüberschieben. So, jetzt lasse ich das hier unten. Das war vielleicht noch ein Tick zu viel. Ne, es passt direkt. Okay, jetzt kann ich das bis hier schieben. Halt, schieb. Nein. Ich wollte kurz warten, dass der nicht dagegen ditcht. Der bewegt sich von alleine? Ja. Oder warst du das? Nee. Ja, wenn die aufeinander prallen, ist RIP. Hä? Ach, du musst deinen blauen hier rüberschieben. Ja, cool. Ja, das geht, glaube ich, jetzt nur mit Maus ordentlich. Ja, mache ich ja auch. Ah. Siehst du doch. Ja. Du musst das nicht so heftig ziehen. Das reicht auch, wenn du dem mitgehst. Ist trotzdem so schnell. Ja, du musst deinen oberen blauen aber rüberziehen kurz. Ja. Beeil dich. Oh. Okay. Hier ist eine Bombe. But opening the case will trigger the explosion. Follow the trail to the remote switch and disable that protection. Das hätte man irgendwie auch denken können. Wenn wir gleich danach suchen können. Wir müssen eine Remote-Switch finden. So ein Schalter. Mhm. Das hier haben wir noch nicht gescannt. David, ja. Also die Bombe geht hoch, wenn man das Ding öffnet. Also brauchen wir den Schalter, um es aufzumachen. Jetzt müsstest du den falsch... den Schalter müsstest du jetzt sehen. Oder ist das der Schalter? Verbinden? Dein Partner muss diesen Knoten erneut scannen, um dessen Geheimfunktion zu ermitteln. Geh mal geradeaus. Geradeaus, jetzt rechts. Da ist ein Knoten und den musst du mal machen. Ja, reicht schon. Und jetzt nach unten. Also rückwärts gehen, genau. Und da auf der Terrasse ist auch nochmal so ein Ding, was wir machen müssen. Oh.
Und jetzt gerade über den Balkon da gehen, rübergehen, zur anderen Seite vom... Oh, Hacking erfolgt. Ich weiß nicht, was das genau ist. Aber pass auf die Drohnen auf. Pass auf. Jetzt kommt die Drohne von der anderen Seite. Ja. Kann ich da was machen bei den Drohnen? Naja, kann ich nicht. Von Cypher gehackte Drohnen. Pass auf, da ist ein großer Kreis. Ich glaube, das ist Cypher. Oder so, ja. You found the bomb, but opening the case will trigger help your partner cyberbomb. Ja, links kommt eine Drohne und rechts ist der große Kreis. Geh wieder rechts lang. Rechts. Aber die ist nicht rot. Die ist rot. Ja, jetzt ist sie. Hä? Die sind alle rot. Hör mir einfach zu, wo du hingehen sollst. Bleib einfach da, wo du jetzt bist. Und jetzt kannst du gleich rausgehen, nach rechts rum. Also die rechte Seite von der Brücke da. Du kannst rausgehen. Na, jetzt ist es zu spät. Ja, das ist es geschafft. Nein, es ist hier ein offener Platz. Die sehen mich. So, nein, du hättest da rechts rumgehen können eben. Aber jetzt ist es zu spät. Nein, hör auf. Platz. Stopp. Stopp. Oh. Hör doch auf mich! Nein, wenn ich sage stopp, dann stopp. Bleib da. Sieh nur, ob du da im Kreis drin bist oder nicht. Jetzt kannst du rausgehen. Geh, schnell. Jetzt da zur Brücke runter. Und dann mach diese Relais-Ding. Und jetzt geh mal gerade. Nein. Geh außen rum. Schnell. So. Jetzt geh nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ist geradeaus. Bis zur nächsten rechts. Hier mal kurz stoppen. Ich muss mal kurz beobachten, wo die hingehen. Okay, geradeaus. Geradeaus, schnell, schnell, schnell. Und dann diese Flagge von Singapur musst du hacken. Ist unter dir, unter dir. Unter dir, da, genau da. Unter dir, keine Ahnung. Und jetzt geh wieder nach oben, geh wieder nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Meinst du deinen Norden oder was? Die Bombensicherung ist jetzt aus. Müssen wir jetzt wieder zur Bombe zurückgehen? Ja, wahrscheinlich. Geh außen rum, geh außen rum. Muss hier selber erstmal gucken. Ich glaube, wir müssen zur Bombe wieder. Kommt mir eine Drohne auf jeden Fall gerade hinterher. Ja. Pass auf und geh nach oben. Geh nach oben. Wo ist denn dein oben? Nach oben, hoch, geradeaus, links. Geh links rum. Und jetzt geh wieder nach unten. Also zur Bombe. Nee, warte, stopp. Ja, ich sehe es. Nein, geh links, geh außen rum. Nach unten. Oh, da muss ich mich jetzt aber beeilen. Da kommt nämlich auch eine Drohne. Ja, rechts. Und jetzt sind zur Bombe hin, glaube ich. Ich sehe nämlich gerade nicht, wo wir... Ah, cool. Seriennummer WQD um 6377. Ja, wir haben hier eine Bombe in der Hand. Was willst, kannst du wissen? Was, du musst ja irgendwie Informationen haben, oder nicht? Hier bewegt sich so viel. Anzahl Buchstaben in der Seriennummer, elektrische Ladung. Ja, da gibt es 5 Buchstaben. Ich hab 2, 3, 4 und 5 als Zahl. Anzahl Buchstaben in der Seriennummer, da sind 5. Achso, 5, okay. Jetzt habe ich da eine 2, 9 und 3 als Nummer, falls dir was hilft. Elektrische Ladung? Oder ist das nur für mich? Ich weiß es nicht. 2, 9, was? 2, 9, 3. Nur 2, 9, 3? Ja. Nicht 4? Nein. Okay, das ist auf jeden Fall nicht das Passwort. Anzahl der Pins im Anschluss? 4. Drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 2 oder 7 lautet. Timer. Netzwerkports. Wo ist denn hier ein Timer? Weiß ich nicht. Irgendwie Kabel. Das scheiß Ding hat keinen Timer. Muss aber. Ist bei dir ein Timer? Nee. Drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 2 oder 7 lautet. Vielleicht ja später oder so. Okay, sag mal an, was du irgendwie brauchst.
Alles. Na, irgendwas. Ich brauche ein Passwort für voreingestellte Parameter oder für Netzwerkports. Voreingestellte Parameter. Hast du da so Zeichen dran? So Figuren, Striche? Nein. Voreingestellte Parameter habe ich bloß X, aber Figuren. Also ich habe so, wie so ein WLAN-Zeichen habe ich einmal, dann so ein durchgestrichenes Zeichen und so ein Männchen, was auf dem Kopf steht. Okay, ich habe hier bloß so ein Feuerexplosionssymbol, so ein Atomsymbol. Und da steht halt einfach nur 1, 2, 3, aber... Explosionssymbol. Nein, also das habe ich nicht. Und da brauchst du, also 1, 2, 3 habe ich. Ich weiß nicht, ob du 3 Zahlen brauchst oder eine nur. Ich brauche 4. Achso, okay, cool. Bei dem einen brauche ich sogar 5 Zahlen. So, was war elektrische Ladung? Da hattest du mir doch auch irgendwas gesagt. Ja, 2, 9, 3. Achso, jetzt sehe ich. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ein Feuersymbol hast du, ne? Ja, warte, dann gebe ich erstmal hier das ein. Okay, oh, das war nein. Schon mal falsch. Feuersymbol ist eine 9. Okay, ja. Das ist bei mir, steht aber bei mir woanders. Dann hast du so ein Corona-Zeichen, das ist eine 2. Ich glaube, du meinst das. Das ist aber kein Corona-Zeichen. Naja, du weißt, was ich meine, Virus halt. Und dann diese Big Bang Theory ist eine 3. Explosion, ja. Ja. Und das andere ist von Atomen. Ah, jetzt halt ein Passcode. 24618. 24618? Ja. 2, 4, 6. Ach so, warte. Das sind ja 5. 2, 4, 6, 1, 8. Wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat, rot eingeben. Wenn Port 2 den höchsten Wert. Was für ein Port? Ports habe ich hier. Ja, okay, dann gehen wir es mal zusammen durch. Wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat, rot. Wenn Port 2 den höchsten Wert hat, den höchsten, blau. Wenn Port 3 die einzige ungerade Zahl ist, grün. Ich habe hier keine Farben. Ich muss dir das eingeben. Du musst mir einfach nur sagen, ob es stimmt oder nicht. Achso. Boah, weiß ich doch nicht. Da ist gerade 99. Port 1 die niedrigste Zahl. Weiß ich nicht, hier läuft ganz viele Zahlen durch, oder was? 7 habe ich gesehen. 9. 7 und 9 können wir uns schon mal merken für die 1. Ich glaube, es ist Port 3 mit der niedrigsten Nummer. Ja, das ist eigentlich egal. Hauptsache Port 1 ist nicht die niedrigste. Okay. Ich dachte, vielleicht mit Zahlen weiter an. So, Port 3 ist auch nicht die einzige ungerade Zahl, weil du Port 1 meinst, dass es 7 oder 9 hat. Ja. So, hat Port 4 die einzige gerade Zahl? Warte, warte, ich muss kurz lesen. Wie können da verschiedene Zahlen sein? Oh Gott, ey. Es würde mir helfen, würdest du mir einfach für die Ports verschiedene Zahlen sagen können. Also, ich sag dir mal, was ich sehe. Ich sehe Netzwerkports. 1, 2, 3, 4. Darunter sind ganz, ganz viele Zahlen, die sich ständig wieder abwechseln und durchlaufen. Was heißt, ich muss mich stark konzentrieren, überhaupt mal zu lesen, welche Zahlen die da haben. Also 4 hat auf jeden Fall eine 3 Grad noch drin gehabt, also es ist nicht gerade. Und 1 und 5, also da ist nichts gerade. Da laufen alle möglichen Zahlen durch. Laufen die random durch oder sind das Muster? Also laufen die 4 Zahlen im gleichen Muster nacheinander immer wieder periodisch ab? Ich habe keine Ahnung, das sind so viele Zahlen, kannst du dir nicht sagen. Guck dir einfach immer die ersten, also merk dir bei dem Port 1 eine Zahl und schau dann, was grade bei Port 2 im gleichen Moment das ist und ob das wieder auftaucht. Genau, meine Vermutung ist, dass ich im richtigen Moment auch noch das drücken muss, wenn bei dem Port das angezeigt wird. Das passt. Ach du Scheiße, das geht viel zu schnell. Dann hat sich ja jede Millisekunde. Und ich muss noch finden, die einzige nicht durchlaufende Nummer in jeder Spalte. Was ist das Port 1 für eine Zahl? 579. 579 sind die, die stillstehen? Ja. 579. Okay. Und 2, 3, 4? 221, 401 und 362.
Was war das letzte? 362. Okay. So, wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat, hat das es ist ja schon mal nicht. Nicht richtig. Wenn Port 2 den höchsten Wert hat, das ist auch nicht Nein. richtig. Wenn Port 3 die einzige ungerade Zahl ist, Nein. ist auch nicht richtig. Aber 4 ist die einzige gerade Zahl, also ist es gelb. Ja. Okay. So, dann ist das auch grün mittlerweile. Ich habe noch einen Passcode-Dekodierer. Da laufen auch irgendwelche random Passcodes durch. Ja, ich brauche einen Vierer-Passcode auf jeden Fall noch. Für was musstest du die Anschlüsse wissen? Drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 2 oder 7 lautet. Ja, ich sehe noch keinen Timer. Ich kann Kabel noch durchschneiden, Schaltkreise. Schneide das Kabel durch, wenn der Punkt über den richtigen Schaltkreis blinkt. Haben wir irgendwo eine Zuordnung von Farbe zu Schaltkreis? Weißt du sowas? Nee. Ich habe hier nur Strichmännchen und diese WLAN-Striche und so mit Nummern, voreingestellte Parameter. Und ja, ein paar. Dann lass uns voreingestellte Parameter machen. Ich kann da aber nur einen Passcode eingeben, mehr nicht. Sonst, was ist denn bei dir noch nicht schwarz? Also, was hast du noch nicht fertiggestellt? Ich sehe so eine richtige Bombe vor mir, die ich mir rumrotiere. Und da habe ich einmal Zündknopf noch nicht, Kabel. Was steht und bei voreingestellte Zündknopf? Parameter. Zündknopf steht ein Timer. Achso, genau. Ja, das wow. Müsste ich ja, den haben wir vorher halt nicht gesehen. Wenn die letzte Ziffer des Timers 2 oder 7 lautet, muss ich drücken. Oder du, weiß ich nicht. Ich muss wahrscheinlich drücken. 2 oder 7? Also ich ja. kann bei 2 draufdrücken. Okay. Das ist jetzt schon mal weg. Dann fehlt nur noch Kabel und voreingestellte Parameter. Okay, bei dem Passwort, was du brauchst. Für welches Modul ist das und was steht da? Meinst du die Seriennummer? Ein Passwort meinst du? Parameter. Ja, was steht da? Steht da noch was? Nein, für dieses Modul ist ein Passcode erforderlich. Und links daneben ist noch voll aufgeladene Batterie, aber mehr sieht man nicht. Vier sind Ziffern. Sind das 4? Ja. 5, 0, 5, 9, glaube ich. 5, 0, 5, 9. Ich hoffe, das ist okay. Richtig. Das konnte ich gerade sagen. Ja, jetzt kann ich irgendwas machen. Okay, gut. Jetzt habe ich irgendwie drei Anschlüsse und kann dann lesen. Ah, ja, jetzt kann ich irgendwelche Figuren einstellen. Ah. Was soll bei 1 sein? Ach du Scheiße, wie sehen die denn aus? Wo ist das mit WLAN? Eine Strichmännchen habe ich schon gefunden. Strichmännchen ist 1, was auf dem Kopf steht. Genau, ohne Arme. Ja. Genau, und dann WLAN-Signal? Ist 2. Und so ein Strich. Das ist nicht WLAN, sondern Empfang, aber ja, 3. Ist so ein durchgestrichener, also so ein Strich halt von oben nach unten. Also von schräg. Von oben nach unten? Ah, okay. Von links unten nach rechts oben. Ja. Oder umgekehrt. Okay, dann hey, war es richtig. Öffnen. Ach du Scheiße. Kabel-Schneideprotokoll. Nur eine Aussage stimmt. Wenn das gelbe Kabel zwischen zwei blauen befindet? Nein. Wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet? Nein. Wenn zwei rote sich nebeneinander befinden? Nein. Wenn ein grünes Kabel sich neben einem gelben befindet? Ja. Schneide das obere blaue Kabel durch, während Schaltkreis 4 blinkt. Mhm. Easy? Ja. Juhu. Oh nein. Der alte Mann. Er ist ein Faust drauf. Ja, du bist jetzt immer am Strand. Ich sehe heiß aus. Ich bin in meinem Herrenanwesen. Nächste Aufgabe.
Ah, Hit-Text du. Juhu.